Einfach wild drauf losgarteln? Das macht keinen Sinn. Und deshalb beginnt der Tag in der Augsburger Gartenanlage Ausstraße auch mit einer kurzen Besprechung. Was ist heute zu tun? Wer übernimmt welche Aufgabe? Wer kann sofort loslegen und wer braucht eine Einführung? Diese 5 Minuten am Morgen sind für die Teilnehmer der Langzeitarbeitslosenmaßnahme sehr wichtig. Sie geben dem Tag Struktur. Und diese Struktur wiederum gibt Halt. Wir haben ja diese AGH-Maßnahmen. Wir haben unterschiedlich viele Teilnehmer. Es ist so, und in Höchstzeiten waren es mal 12 Teilnehmer oder auch 15 Teilnehmer. Und wir wollen die Leute natürlich wieder ans Arbeiten bekommen. Und diese Gartenanlagen, das ist jetzt hier in der Austraße speziell, ist das hier ein Garten von Quartiersmanagement Oberhausen. Und wir als sozialer Verein unterstützen natürlich solche Vorhaben. Das ist auch eine gute Gelegenheit für uns, auch da, uns da einzubringen. Wir haben zum Beispiel Hütten gebaut hier mit den Teilnehmern. Wir pflegen die Fläche, wir pflanzen Gemüse an. Und das sind ja alles Arbeitsprozesse, die für Leute wichtig sind, die lange arbeitslos waren. Für Markus heißt es heute erstmal zuschauen und lernen. Er ist ganz neu in der Gruppe. Seit rund 5 Jahren hat der 54-Jährige schon keinen festen Job mehr. Hier hat er die Möglichkeit, aus seinem immer gleichen Alltag auszubrechen und auch ein bisschen Geld zu verdienen. Heute eben mit einer Gartenhacke in der Hand. Damit soll er Unkraut jäten und den Boden lüften. Alles ziemlich ungewohnt. Der Urban Garden des SKM ist ein großes Gemeinschaftsprojekt, offen für alle Augsburger. Und deshalb kommen auch immer mal wieder freiwillige Helfer dazu, um mit anzupacken. Der Rasen müsste dringend gemäht werden. Gesagt, getan. Es gibt einmal die Maschinenaffinen, die am liebsten immer nur Rasen mähen wollen und nur mit den Freischneider, ja, weil das macht Krach, das macht Lärm, da bewegt sich was. Und dann gibt es aber auch viele, die sich wirklich für Blumen und Pflanzen interessieren und auch an der Ernte interessiert sind, am Aufzüchten, an der Saatgutvermehrung. Ja, das gibt ganz unterschiedliche Typen. Und das ist aber gut, dass es auch hier in der Anlage immer auch so unterschiedliche Typen gibt. So kann man sich gegenseitig helfen. Der heiße Sommer hat auch im Garten Ausstraße seine Spuren hinterlassen. Aber nicht nur vertrocknete Beete, sondern auch reife Tomaten. Für einen Tomatensalat reicht es nicht, aber vom Strauch direkt in den Mund schmeckt ja sowieso am besten. Gartenarbeit macht ausschließlich allen Spaß. Ja, das ist sowas, auch wenn Menschen nicht gut Deutsch sprechen oder auch verstehen, wenn man jetzt irgendwas, einen Acker umgräbt, die Aufgabe ist so einfach und das macht eigentlich allen Spaß. Ja, und hier gerade im Garten, weil wir einmal die Woche nur herkommen, sieht man auch immer, was man geschafft hat. Man kann am Ende des Tages sich zurücklehnen und das alles mal hier begutachten und sagen, kann stolz auf sich sein, weil alles wieder sauber aussieht. Das ganze Unkraut ist weg, das hohe Gras ist gemäht. Ja, das gibt den Leuten natürlich einiges zurück. Herausforderungen annehmen, im Team arbeiten, etwas mit den eigenen Händen schaffen. Das Urban Gardening-Projekt des SKM kann für viele Langzeitarbeitslose eine Motivation sein, ihr Leben wieder in die Hand zu nehmen. Für Markus ist schon der strukturierte Tagesablauf ein großer Gewinn. Ans Garteln kann er sich sicherlich noch gewöhnen.